So, natürlich, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde in Hell Let Loose. Und wie gesagt, ich lade euch hiermit natürlich immer ein, mir bei Hell Let Loose zu folgen und begrüße euch damit ganz recht herzlich auf den Spuren des alten Mannes, der sich hier versucht, wacker zu schlagen in einem wirklich super coolen Spiel. Also, seid dabei. So, natürlich einmal jetzt aus mit dem Landungsboot. Das wollte ich euch mal zeigen. Es ist tatsächlich so, Landungsboot, wir steigen tatsächlich... Haben wir jemanden vorne, der einen Support dabei hat, damit wir direkt vor dem feindlich großen Bunker eine Garni bauen können? Aus dem Landungsboot direkt rausgesprintet über den Strand, so wie man das kennt. Du sollst nur aufpassen. Tote GIs, die hier rumliegen, jetzt mal nochmal. Ja, das geht schon mal schief. So, natürlich, willkommen natürlich jetzt hier mal in den Baracken mit der Übersicht nochmal zu den einzelnen Soldaten. Genauso gehen wir heute mal, wollen wir uns eigentlich mal ein bisschen mehr oder versuche ich mal zu zeigen, was der Commander eigentlich, der eigentlich den Gesamtüberblick über das Schlachtfeld haben soll, so eigentlich kann und was er eigentlich mit sich führt. Darum geht es. Er sieht ja hier so ein bisschen etwas anders aus. Er hat einen Mantel, er hat natürlich auch hier seine Helme, aber wir haben hier den ganz einfachen Helm aufgesetzt und er hat hier halt eine lange Jacke. Daran erkennt man ihn sofort. Wir haben hier einfach normales Gesicht hier, was man nehmen kann. Ich habe gleich das erste behalten, so schlecht sah das gar nicht aus. Soll ja auch ein bisschen Erfahrung ausstrahlen. So wie er zum Beispiel, nehmen wir mal sein Gesicht, das wäre jetzt mein Commander und mit dem möchte ich euch einfach nochmal vorstellen und einfach euch auch mal zeigen, was er so mit sich bringt oder führt, weil wie gesagt, es ist nicht jedem seine Sache, meine wahrscheinlich auch nicht, aber ich wollte ihn einfach mal zeigen, was er überhaupt so kann oder was er überhaupt mit sich bringt. Also bis gleich. So, natürlich willkommen hier zum Test für den Commander, den ich euch ja kurz gezeigt habe. Ich zeige euch jetzt mal, was fühlt er mit sich. Natürlich seine MP, dann hat er seine 08 hier, seine Pistole. Dann hat er hier die Rauchgranaten an Bord. Natürlich ein Verband, das hat jeder, falls er verwundet wird. Und dann haben wir hier noch sein berühmtes Fernglas. Er muss ja alles sehen, was hier so Phase ist. Dann natürlich hier kann mir auch noch Wiederbelebungspunkte erbauen. Wenn wir genug Supplies haben, die können wir uns anfordern. Das versuchen wir gleich mal zu machen, wenn es schon ready ist. Wir gehen auf die Karte. Hier haben wir die Supplies. Und die kann ich dann halt genau, sagen wir mal, hier absetzen. Ihr seht es, es ist ein Zeichen auf der Übersichtskarte. Dann funke ich ihn an und dann sollte eigentlich ein Flieger kommen. Und dann eigentlich über uns oder in der Nähe vom Prinzip die Supplies absetzen, also ein bisschen Baumaterialien. Da. Nur mal zu sehen. Das war der Flieger und jetzt schmeißt er natürlich, ihr seht es, die Supplies ab. Also haben wir mehr Möglichkeiten, was zu bauen und weil auch die anderen Klassen bauen können. Und somit kommt es hier so ganz langsam uns entgegen. Wie gesagt, das ist eine kleine Vorstellung. Das ist jetzt hier, ich bin alleine so weit auf dem Server. Momentan war keiner drauf auf diesem Server. Ich zeige euch einfach mal, was der Commander so kann, was er mit sich führt. Wie gesagt, und er soll ja das ganze Geschehen im Auge behalten. Natürlich nicht so wie ich, bin an vorderster Front hier. Ich würde wahrscheinlich eher weggesniped werden, aber er sollte doch schon mit vorne sein, dass er das einigermaßen mitkriegt.
Da landen die Baumaterialien. So. Jetzt könnte ich zum Beispiel, wenn alles hinhaut, könnte ich ja jetzt, seht ihr, setze ich jetzt einfach mal mein Punkt hier, den ich jetzt hier habe. Ich kann jetzt hier wiederbelebt werden. Hier habe ich Treibstoff für die Panzer, ist alles da. Also wie gesagt, wiederbelebt werden kann, ein bisschen Material war dadurch gegeben. Und so können halt andere auch halt damit bauen mit dem Rohstoff. Sorry. So, jetzt nehmen wir mal ein Fernglas. Sagen wir mal so, ich bin jetzt natürlich am vorderster Front natürlich. Ihr seht, Omaha Beach, die Schiffe landen. Hier würde auch der Feind landen. Ihr seht, da ist ein Panzer im Schiff selber drin. Und ich werde den jetzt einfach, markiere ich den einfach mal nochmal als Kommandant. Das kann man auch als Gruppenführer machen. Und somit ist eine Markierung dort. Dann gehe ich wieder auf die Karte. Ihr seht meine Markierung. Jetzt möchte ich, okay, ich möchte jetzt einen Bombenangriff haben. 75 habe ich hier zur Verfügung. Nach einer bestimmten Zeit laufen die ab. Ihr seht, da ist der Bomber. Ich setze ihn jetzt natürlich genau über den My Marker und kann jetzt bestimmen, in welche Richtung er fliegen soll. Und ich könnte den auch weiter nach vorne setzen. Zum Beispiel könnte ich ihn jetzt mal... Er macht ja einen Bombenteppich, muss man dazu sagen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass er... So, jetzt könnte ich hier zum Beispiel das mal so rüber machen. Aber ich kann ihn leider nicht so verschieben. Also Mausrad gedrückt geht nicht. Rechte Taste auch nicht. Also er muss schon... Sagen wir mal so, ich setze ihn jetzt hier oben rüber und setze natürlich, nein, da will ich ihn hinsetzen, da, und würde jetzt einen Bomben ranmachen. Er fliegt von links nach rechts dann rüber. Das bestätige ich dann hiermit und dann gehen wir zurück auf die Übersicht und warten bis... Wie gesagt, das ist der Panzer, den ich ja markiert hatte vorhin. Und jetzt warten wir bis halt, er müsste ja von links anfliegen. Na, hören wir schon, was uns... Und jetzt fliegt er halt so an, wie ich den Bombenteppich, ihr seht es, macht er, also er bombardiert den ganzen Strand in einer sehr langen Reihe. Und somit würden jetzt natürlich welche, die gelandet sind, haben echte Schwierigkeiten und würden dann halt drauf gehen. Das gleiche können wir natürlich auch nochmal jetzt machen. Ich habe dann sehr viel mit Fernglas koordiniert, dann die Karte. Ihr seht es halt vom Prinzip, ihr könnt auf der Karte alles beobachten. Ihr könnt die Karte natürlich auch ranzoomen. Hier seht ihr meinen groben Dingsbums. Jetzt könnte ich nochmal, wir werden mal sehen, ich will das nochmal zeigen hier. Da bin ich als Kommandeur. Hier habe ich die Attack gemacht auf das Landungsboot, weil da ein Panzer drin ist. Ihr könnt die Karte verkleinern, vergrößern. Je nachdem, wie ihr wollt. Ihr könnt das ein bisschen besser sehen, wenn ihr sie vergrößert. Jetzt ist er wieder dran, der Fighter. Also ich will mal, gehe jetzt hier rauf. Ich gehe mal auf das Landungsschiff, kann natürlich hier auch wieder drehen. Ihr seht, wie viel er anfliegen tut und wie viel er bekämpfen kann aus der Luft, der Jäger selber. Jetzt machen wir das nochmal. Jetzt rufe ich ihn an. Ich gehe wieder zurück auf mein Fernglas. So ist die vielleicht die Gesamtübersicht besser. Da seht ihr den Jäger kommen. Und er fliegt diese Linie hier direkt am Strand lang.
bekämpft dort. Natürlich wäre das natürlich gut für Infanterie. Jetzt, wenn sie hier landen würden, würde er hier maximal Erfolge erzielen bei den Truppen. Ja, und so sieht das erstmal mit dem Kommandanten aus. Dann können wir halt, wie gesagt, Rally Points bauen. Dann haben wir unsere Rauchgranaten, die wir hier mal schmeißen können, um. Die hat er nur und die Kommandeure haben das, um den Truppen hier maximal Schutz zu geben durch Rauch. Geht relativ schnell, entfaltet sich das. Also zwei Rauchgranaten haben wir dabei. Das wollte ich mal sehen, wenn ich jetzt hier an meinem Stand gehe. Hier kann ich das nur wieder abbauen, was ich ja nicht will. Aber ich kann jetzt zum Beispiel nicht Munition oder so vom Prinzip hier wieder mich selber auffüllen, das meine ich. Ihr seht es immer noch, weil ich kann hier nicht, da gibt es extra Munitionskisten von Munitionskisten, wo man wieder auffüllen kann seine Munition. Die habe ich aber nicht, die haben das wahrscheinlich dann die anderen selber. Ich kann dann natürlich hier auch noch mehr Ressourcen generieren. Das könnte ich hier auch machen, dass der Abschnitt hier mehr Ressourcen kriegt. Also wäre das halt da, wo ich bin, gibt es auch Ressourcen. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, dass es so ist. Dann haben wir noch mal, was ich zeigen wollte. Wie gesagt, ich kann nur Flugangriffe kann ich machen. Ich kann die mehr Manpower anfordern. Ich kann mehr Ressourcen generieren lassen und ich kann natürlich hier auch weniger Ressourcen verlieren, wenn wir gerade verteidigen oder so, also zum Beispiel einen bestimmten Punkt oder so, wo halt eben verteidigt wird und die Ressourcen gehen dort aus, könnte ich für einen Moment die Ressourcen, dass sie nicht zurückgehen, könnte ich wohl dort dann langsam, also regenerieren, dass sie langsam zurückgehen, nur so verstehe ich das. So, Hauptquartier, das sind die ganzen, so, jetzt haben wir gleich nochmal den machen wir nochmal, um das genauer zu sehen, wo war mein. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel, das haben auch die Kommandeure, Fire Support machen. Dann gehe ich wieder zurück auf dann seht ihr wieder den Weg, wie er fliegt. Könnte ich natürlich die Karte hier noch ein bisschen vergrößern und könnte den direkt hier rüber setzen. Dann kann man hier wieder mit mehrmals klicken, in welcher, wie er fliegen soll, wie er anfliegen soll. Jetzt machen wir leicht von vorne oder von hinten oder machen wir mal leicht von hier zum Wasser hin oder vom Land darauf. Dann gibt es natürlich wieder den Befehl raus. Dann gehen wir wieder zurück und schauen mal, wie das Ganze aussieht. Wir müssen jetzt schräge fliegen. Ihr seht es. Aber jetzt kommt man die Einschläge nicht sehen. Das ist bei den Bomben natürlich besser zu sehen, weil ich jetzt auch mehr aufs Flugzeug geachtet habe. Und habe dann halt diese Position, dass er schräge nach vorne wegfliegt und den Strand bekämpft und auch die Landungsboote. So, dann will ich aber noch mal ganz kurz, haben wir die Bomber. Die Bomber sind gleich fertig, dann machen wir noch mal den Bomberangriff.
dauert noch eine Minute und 23. So viel ist es zum Kommandanten. Wie gesagt, wir können jederzeit Materialien anrufen, aber los, haben wir keine Munition, können wir nicht generieren. Das machen dann halt die Truppen selber, die dann halt Supporter haben und dann halt auch Munition mitbringen, wo sich jeder dann bedienen kann daraus, so wie vorhanden. Das kann ich euch jetzt nicht zeigen, das müsste ich dann auf dem Supporter zeigen. Und das ist, wie gesagt, der Kommandant mit seiner MP. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ich wollte einfach nur noch den Bomberrang machen und dann hören wir auch schon auf. Das ist halt so ein bisschen der Einschnitt für den Kommandeur, der das ganze Geschehen eigentlich vom Prinzip beobachtet und auf Hilfe und auf Hilfe seiner Kommandeure, die er befehligt, dann halt reagiert auf die Lage und dann halt eben seine Truppen unterstützt halt mit Flugangriff, Fliegerangriff, mit Materialien. So, der Bomberrun ist gleich ready, dann machen wir jetzt nochmal den Bomberrun und dann machen wir hier für den Kommandanten als erster kleines bisschen dieser Eindruck, ein bisschen halt vom Prinzip, mehr gibt es da nicht zu sagen, wir fordern ihn an. Hier sehen wir jetzt mal die Einschläge. Ich gucke jetzt einfach mal spontan durch das Fernglas und gucken uns mal so an, ob er auch unseren Panzer trifft oder nicht trifft. Das, wie gesagt, das ist nur ein kleiner Eindruck hier für einen Kommandeur. Ich höre schon den Bomber. Fliegt natürlich rüber und jetzt kommen die Einschläge. Ihr seht es. Der bombardiert hier den ganzen Strand. Und das war es dann auch schon mit dem Kommandeur. Ich hoffe, es war ein kleiner Eindruck. Bis zum nächsten Mal natürlich mit einer anderen Klasse natürlich wieder. Euer The Old Man.